schlecht. Ich dachte wirklich, ich würde sterben. Aber dieses Land hier ist unzerstörbar und ich bin auch unzerstörbar. Aber du nicht. Ich freue mich, euch zu sehen. Seid herzlich willkommen. Ihr befindet euch in der Nacht von Wunderland. Ich bin Fabula. Ein erbitterter Kampf ist in vollem Gange. Größenwahn und falsch verstandenes Ehrgefühl haben ihn ausgelöst. Ein scheinbar unverwundbares Geschöpf und seine ganze Heimatwelt gegen einen einzelnen Mann. Doch was steckt wirklich dahinter? Wer hat das Ganze eingefädelt und zu welchem Zweck? Und vor allem, welches Schicksal erwartet unsere Freunde? Heißt die Rettung vielleicht Meteor? Mann vom schwarzen Wind! Wie du siehst, kann nicht einmal deine mächtige Waffe irgendwas gegen mich ausrichten. Also, warum kommst du nicht raus und ergibst dich? Wenn du seiner Exzellenz ewige Treue schwörst, werde ich dein armseliges Leben verschonen. Darauf gebe ich dir mein Wort, Malus! Komm endlich raus! Worauf wartest du? Wir müssen hier weg. Das können wir nicht. Ich habe das Gefühl, dass wir besser hier bleiben sollten. Aus irgendeinem Grund ist es ungeheuer wichtig, dass wir bei diesem Kampf dabei sind. Hört zu, Kinder. Ihr werdet euch auf jeden Fall in Sicherheit bringen. In Ordnung? Hier ist es zu gefährlich für euch. Versucht, so weit wie möglich wegzukommen. Habt ihr verstanden? Oh! Lisa! Sei vorsichtig! Wo ist er? Ich muss ihn finden. Sieh an, also da hast du gesteckt. Ei, you! Es bewegt sich nicht. Was ist mit dir? Stimmt irgendetwas nicht? Nein, nicht schießen! Du könntest eins der Kinder treffen.
so wie es aussieht, bist du noch immer nicht bereit aufzugeben, was? Das ist vollkommen zwecklos. Du kannst mir mit deinen Kugeln nichts anhaben. Gar nichts. Dieser Ort hier schenkt mir ewiges Leben. Er ist die Geburtsstätte meiner Seele. Egal, wie verzweifelt du dich wehrst, du hast nicht die Spur einer Chance. Das hier ist meine Welt und von hier gibt es kein Entkommen für dich! Ausgezeichnet! Ja, jetzt nützt ihm auch sein Magun nichts mehr. Ja, sehr gut! Ja, sehr gut, Fungus! Ich vermute, du hast genau das erwartet. Auf den großen Fungus ist immer Verlass. Augenblick, Mackenzie. Jetzt, wo du auch zu den Herren von Gaudium gehörst, verrätst du mir doch sicher, wo du hin willst. Ich suche weiter nach Omega. Osha, ich hab großen Durst. Na los, bring mir noch mehr von dem Saft. Sofort, immer zu Diensten, Euer Exzellenz. Die Luft ist voller Sporen, ich kann nicht atmen. Wir müssen zurück und den Kindern helfen. Sie sind in Gefahr. Du musst mitkommen. Immerhin hast du sie in den Kampf verwickelt. Also ist es jetzt auch deine Pflicht, sie zu retten. Es ist deine Pflicht. Was ist denn mit dir los? Hörst du mir überhaupt zu? Bleib hier, du darfst mich nicht verlassen. Ich verstehe das nicht. Warum stehst du immer nur stumm da, ohne was zu unternehmen? Und warum musst du immer rücksichtslos alles zerstören? Wieso tust du das? Sag mir endlich, wer du bist oder was du bist. Es ruft mich. Das Schlachtfeld ruft mich. Dieser Nebel. Es ist, als wären wir in einer Wolke. Es wäre besser für dich gewesen, wenn du nie wieder erwacht wärst. Weiße Wolke, ich wusste es. Du bist immer auf der Hut, nicht wahr? Genauso wie früher. Aber warum benutzt du das Magun nicht? Genau wie ich mir gedacht habe. Du kannst es nicht. So wie bei unserem letzten Treffen. Habe ich recht? Das Magun hat seinen eigenen Willen. Du kannst das nicht abfeuern, wann immer du willst, nicht wahr? Das muss schlimm für dich sein. Du begreifst es einfach nicht. Wenn du noch lange hier bleibst, werden die Pilzsporen sich in dich hineinfressen, bis du völlig bewegungsunfähig bist. Doch ich werde es nicht so weit kommen lassen. Hörst du, Katze? Du lässt mir leider keine Wahl. Möge das Lied der gleißenden Nebelschwaden dich auf ewig in Schlaf sinken lassen. Ich entfessele die weiße Glut! Thank you.
hast du eigentlich für ein Problem? Warum kannst du uns nicht endlich in Ruhe lassen? Was hast du mit uns vor? Sei still, Ai. Ich glaube nicht, dass wir ihn wütend machen sollten. Eins steht fest, wenn irgendjemand Grund hat, wütend zu sein, dann sind wir das. Ihr werdet in den Palast seiner Exzellenz gebracht und dann vor seinen Augen hingerichtet. Warum machst du das? Was haben wir denn getan? Ihr seid eine Bedrohung für die Ordnung in Wunderland und müsst vernichtet werden. Was für eine Ordnung soll denn das bitteschön sein? Glaubt ihr etwa, Wunderland gehört euch ganz alleine? Selbstverständlich. Wunderland wird so weitermachen wie bisher und eine Außenwelt nach der anderen verschlingen. Es wird unaufhörlich weiterwachsen, bis es unendlich groß ist. Schon bald kommt der Augenblick, da seine Exzellenz Gott vom Thron stoßen und selbst darauf Platz nehmen wird. Die neue Ordnung heißt Chaos oder auch Gottes Ei, wenn ihr wollt. Kapierst du, was er da sagt? Kein Wort. Ich habe auch nicht erwartet, dass ein paar dreckige Außenweltler das verstehen. Nicht mehr lange und auch eure Heimatwelt wird ein Teil von Wunderland sein. Und zwar genauso wie dieser wunderschöne Garten hier, der vor langer Zeit einmal ein Teil meiner Heimatwelt gewesen ist. Was soll das heißen? Meine Welt verfügt über die Fähigkeit der ewigen Regeneration. Der Tod existiert nicht für uns. Und so haben wir gedacht, unsere Welt könnte niemals zerstört werden. Aber eines Tages... Schluss damit, ich spüre es. Der Augenblick der Auferstehung meiner Heimat ist schon so gut wie gekommen. Und das ist erst der Anfang. Irgendwann wird auch der Tag kommen, an dem ich ganz alleine über alle Welten von Wunderland herrschen werde. Weißer Nebel, das muss Mackenzie sein. Wer ist denn Mackenzie? Ist das nicht der Kerl, der die Komodin angegriffen hat? Das gefällt mir nicht. Warum bist du hergekommen, Mackenzie? Was denn dieser Typ ist? Ist Mackenzie? Der Mann vom Schwarzen Wind ist immer noch am Leben. Was? Na, dann wird es Zeit, dass er verschlungen wird. Ich dachte, ich überlasse es dir, ihm den Rest zu geben. Ha, das mache ich mit Vergnügen. Ich werde ihm zeigen, was wahre Größe ist. Sag mal, hast du sie nicht alle? Wenn du wachsen willst, dann mach das gefälligst draußen, wo du genug Platz hast. Mann vom schwarzen Wind, wo verkriechst du dich? Und ich hab immer noch Bärenhunger. Komm raus und zeige dich! Dass ich dich früher oder später finden würde. Nicht Mackenzie wird der Gegner in deinem letzten Kampf sein, sondern ich, Fungus. Diese lästigen Kinder werden das aber wohl kaum unbeschadet überstehen. Ai! You! Lisa! Bitte lass sie frei. Die Kinder haben damit nicht das Geringste zu tun. Soll ich sie? Ich werde sie mit bloßen Händen zerquetschen. Was ist das? Was geht hier vor? Ich verstehe das nicht. Warum fängt alles an zu zerfallen? Ist das Schimmel? Oh, mein ganzes Land ist von Schimmel befallen. Genau wie an jenem verhängnisvollen Tag, als unsere Welt zerstört wurde. Was habe ich nur verbrochen, dass ich diesen Albtraum noch einmal durchleben muss? Es muss ein ganz besonderer Schimmel sein, der nur die Pilze in dieser Welt befällt. Was sollen wir jetzt machen? Das Ding wird jeden Augenblick zerbröseln. Das muss ein Albtraum sein. Ein Albtraum, ja.
Ein Albtraum. So wie an dem Tag, als meine Welt zerstört wurde. Dir ist also dasselbe widerfahren. Es hat sich bewegt. Oh, hör gut zu. Mann vom schwarzen Wind, mit mir geht es zu Ende. Aber ich werde alle Kraft, die ich habe, benutzen, um dich mitzunehmen. Zeul, gib mir Magie. Magoon ist bereit. Ich werde deinem Albtraum ein Ende bereiten. Du nimmst mir das Wort aus dem Mund. Mein Körper, er fällt auseinander. Um dich zu bekämpfen, wurde das richtige Zeug gewählt. Das ist das Brüllen des zerrissenen Himmels, Horizon Gold. Und das ist der Regen des Zorns, Arrow Black. Und schließlich das Licht, das einen Keil in die Ewigkeit treibt, Photo Silver. Verbrenne! Ich rufe dich, Meteor Master! Die Macht gespürt, die von dir ausgeht. Mann vom schwarzen Wind. Jetzt weiß ich, du bist in der Tat grenzenlos. Ich hätte mir keinen würdigeren Gegner für meinen letzten großen Kampf wünschen können. Jetzt kann ich endlich in Frieden sterben. Damit hat Fungus ein für alle Mal bewiesen, was für ein Trottel er ist. Allerdings, wer so naiv ist, der muss einfach bestraft werden. Ich möchte wissen, wie es Chaos geht. Ich kann euch versichern, dass er satt und zufrieden ist. Gut, ausgezeichnet. Und was den armen alten Fungus angeht, nun, er hat sich doch noch als nützlich erwiesen. Ja, vielen Dank.
Ich bin froh, dass euch nichts passiert ist. Ich hatte solche Angst. Was ist mit KC? Ja, KC. Was ist mit ihm? Grenzenlos. Hört meine Prophezeiung. Mackenzie, der stärkste Feind der verirrten Wanderer zwischen den Welten, wird Chaos in seiner wahren Gestalt erblicken. Und die Zeit schreitet mit unaufhaltsamen Schritten voran. Omega, Wiedersehen und Abfahrt. Ich führe euch weiter durch Final Fantasy Grenzenlos.